Ich mach nichts. Ich bin ein Profi. Die Profi nur mit B, so wie Brody. Ja, und dann auch wieder seit langem mal wieder auch auf dem Kanal Rezo, ja lol, ey. Ein Video, wir hatten schon befürchtet, dass es gar nicht mehr kommt, weil er ja auf seinem Renzo-Kanal so aktiv ist und auf Schlumpf und diesen anderen Kanälen. Aber nein, es gibt jetzt auch wieder ein Video auf Rezo, lol, ey. Mega geil. Helium-Challenge mit Wasserbestrafung mit Julia Beautix und Julian Bam. Nice, let's go. Nein! Oh Mann! Alter. Nice. Ja, das ist jetzt natürlich scheiße ohne Ju, ne? Geht. Ich find's eigentlich ganz angenehm. Unter uns, ich wollte eigentlich eh nur mit dir drehen. Ja. Ach, Ju, bist ja da. Hi Ju, wir haben dich schon vermisst. Hey, geil. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Hallo. Hier sind Julia und hier ist... Auch Julia, oder? Ja, und heute machen wir was ganz Besonderes. Nämlich haben wir hier eine Flasche Helium. Oh, und wir ich dachte gerade, hier haben wir einmal Gas. Und damit werden wir jetzt anzünden und in die Luft fliegen, was? Ich dachte so, hey, hab mich voll irritiert gerade, diese rote Flasche. Und dann kriegen wir Aufgaben. Sachen, die wir einfach sagen müssen, ja? Sachen, die wir, genau. Und das ist hier. Jo. Sagen und tun. Ist das? Jo, Digga. Deine Mutter. Das Prinzip ist. Habt ihr mitbekommen, dass die Amerikaner auf TikTok gerade durchdrehen, weil wir im weil wir in Deutschland Digger sagen und die wollen uns verbieten, dass wir Digger sagen, weil es halt so ähnlich klingt wie ein anderes Wort, was man nicht sagen darf. Also, es finde ich ja schon ein bisschen übertrieben. Also, was ist das denn jetzt? Hä? Werden Deutsche gecancelt deswegen? So, hä? Voll übertrieben. Ist eigentlich klar. Aber es gibt noch einen Twist. Wenn wir lachen, bekommen wir Wasser. Aber ich bin aber so schlecht darin. Nicht zu lachen? Ja. Das war mir bewusst. Ach, du bist so ein blöder Sack. Fangen wir doch einfach mal an mit den Aufgaben. Du bist Pfarrer, halte eine Predigt, wie in der Kirche. Also, ich habe mir für heute überlegt, wir machen etwas anderes als eine Predigt. Und zwar widmen wir uns heute dem Vater Unser. Hä? Das ist ganz wie eine Predigt. Sie lacht in den Ballon rein, das ist schon. Ich hab halt überhaupt nicht gelacht. Das ist nicht fair. Bruder. Also mir ist gerade schon ein bisschen schwindelig. Ja, du musst immer darauf achten, dass du auch Sauerstoff bekommst. Das ist ja kein Sauerstoff. Ja, du hast recht. Okay, flirte schüchtern mit der Person neben dir. Hi. Darf ich dein Glück? Oh Mann. Das war nicht sehr schüchtern, sondern ziemlich offensiv, was du gesagt hast. So. Das war echt nicht schüchtern. War ja auch jeden Tag. Hey Anna. Es gibt immer irgendwo Kreuzungen. Kreuzungen, was? Normal übertrieben, Digga, echt so. Die haben uns auch mit Trumo aufgeregt. Mit Trumo? Was ist Trumo? Schicker Bart, danke Selix, hi. Okay. Alter, war das what the fuck? Ich bin einfach der König des Spiels. Joker, du darfst die Wasserpistole nehmen und 10 Sekunden lang die andere nass. Was? Yo, niemals. Nice. 10, 9, 8, 7, 6, geil. 9, 1. Die haben ja angefangen zu zählen, bevor er das Ding bekommen hat schon. Hä, ist ja voll unfair. Hä, will ich jetzt nicht gelten lassen. Was war das denn? Warte, Ju. Einfach von der anderen Seite. Guck von hier. Oh, shit, ich hab jetzt richtig. Ey! Julia? Ey! Das Ding ist, sie ist so ein Feuer! Was gucken wir jetzt da? Gucken wir jetzt, wie Geschwister sich miteinander streiten oder gucken wir gerade so ein Auf-Helium-Challenge? Sehr gut! Sehr gut! Nein! Nein, Rezo! Das ist gar nicht fair! Ich schieß jeden. Und warum macht jetzt Rezo Julia eigentlich nass? Hey, ich check's gerade nicht. Was passiert hier? Ja, einfach. Waffenstillstand. Okay, gut. Ich liebe dran. Dieses Hallo. Spiel, ne? Okay, ich bin dran. Ich würde dann Joker nehmen. Na, eigentlich ist Rezo dran. Ach so. Corona-bedingt ist der Sexualkundeunterricht ausgefallen. Jetzt ist es an dir, als Elternteil, dein Kind aufzuklären. Wie entstehen Kinder? Ich muss dir da was erklären. Es gibt so Bienchen, die haben und es gibt die Blinchen, die haben eine hinein, hinaus, hinein. Aber nur wegen dem letzten Wort. Sehr schön vorgetragen. Also ich glaube, wenn ich ein Kind gewesen wäre, hätte ich gar nichts gerafft. Aber danke. Okay. Reicht raus, Vicky, Vicky. Du erwischst deinen Partner auf frischer Tat beim... steht hier einfach... Was? Deiner besten Freundin. Wie reagierst du? Warum schreibst du da an?
Ja, das will ich. Ach so, ich werde das nicht drin stehen haben. Ich habe es rausgelesen gerade. Ah ja. Rückwärts geschrieben, Xeslana. Hey! Nein, im Schritt! Genau auf mein. Hose im Mund. Du siehst jetzt gerade vor dir deinen Partner mit deiner besten Freundin haben. Stell dir das aber bildlich vor. Wait. Was? Boah. Was war das denn? Das Foto. Ey, hast du gerade ein Foto gemacht? Komm immer ran. Boah. Du bist als Arzt gerade an einer Geburt beteiligt. Du bist als Geburt gerade an einem Arzt. Du bist als Arzt gerade bei einer Geburt beteiligt und gibst Anweisungen. Oh nein, du musst deinen Arm tiefer rein. Was? Was? Weiter weg, sonst kommt der Kopf nicht raus. Ja, das machst du sehr gut. Ja, der Spiegel ist fast draußen. Was? Was? Oh Mann! Was? Zieh jetzt die beste Aufgabe. Meine Aufgabe ist jetzt hervorragend. Du bist Türsteher und die anderen wollen in den Club. Warum erzählt man sowas wie, der Schniedel ist fast draußen? Hä? Warum sagt man sowas? Als ob es doch, man fängt auf dem Kopf an, kommt das Spiel zuerst raus, wenn man dann sagt, oh, gleich kommt der Schniedel, was man dann extra betonen muss oder was? Hä? Das ist so unangenehm. Clubsteppen. Okay, Julian, ich wollen rein, ja? Komm von beiden Seiten. Entschuldigung, du bist so ein Kind. Nein, ich bin schon 18. Alter Maul, du bist ein Kind. Du bist hässlich. Deine Klamotten sind hässlich. Guck mich an. Du kannst nicht vorbei an mir vorbei. Schlimm, ne? Man vergisst zu atmen. Ich sehe schon die Kommentare. Das ist giftig. Mädel, komm zurück, wenn du hübscher bist. Das ist kein sehr professioneller. Das ist voll der professioneller Türsteher. Hier will doch nur hübschen Mädels drin. Was? Ja? Habe ich noch nie erlebt. Was? Dieser Blick habe ich noch nie erlebt. Ich bin das hübscheste Mädchen hier. Das Spiel geht ja weiter. Okay. Hab ich voll vergessen. So. Next Runde. Immer wenn du lachst, bekomm stattdessen eine andere Person, die du jetzt aus. Hä, wieso Wasser hast für du ja, Joker? Was? Save Rezo. Immer die Joker. Ey, nimm doch Julia. Ich verstehe, dass ich Rezo einfach die Karten reingeschrieben in Hoffnung, dass er sie selbst bekommt. Oder sind Mitarbeiter? Jakob hat's ja gemacht. Ne? Jakob heißt der neue Cutter, naja. Geil. Ins Gesicht. Ist der Schuss abgekommen. Oh, das Licht. Ah. Why no? Ich hab mehr abbekommen. Ich glaube, du hast mehr abbekommen als ich. Ja, also eigentlich geht das ja eine ganze Runde, oder nicht? Nein. Keine Runde. Nein, das geht nicht eine Runde. Wo kommt denn das? Oha, Alter, übertreib. Was ist deine Aufgabe? Sag ich euch nicht. Oh, scheiße. Oh nein, das ist... Was machen wir denn jetzt? Was denn? Das ist ja nicht mehr ganz jetzt. Was ist ganz? Oh nein, das ist jetzt alles rausgeflossen. Aber was ist denn jetzt? Weiß ich nicht. Wo ist es denn? Was denn? Scheiße, aber... Was ist denn rausgeflossen? Also Unterhalt kriege ich dann 300, ist dir klar, ne? Hab ich dich gefragt? Sie hat gelacht! Sie hat gelacht! Was war denn deine Aufgabe? Das Kondom ist gerissen. Wie reagierst du? Hä? Ja, das hättest du ja vorher sagen müssen, weil so, oha, was ist denn jetzt? Was ist denn das? Musst du Unterhalt zahlen? Hä? Das war gar nicht so schlau, dass ich dachte von Julia, ey. Ich hab gefragt die ganze Zeit, du hast keine Antwort gegeben. Es war doch eine plausible Frage. Da hätte ich tatsächlich so angefangen. Missverständnisse würden nicht passieren, wenn du mal offen reden würdest, was deine Aufgaben sind. Ja. Und mitnehmen aber auf den Prozess. Aber das wäre total lame. Okay, dann mach ich das jetzt auch nicht. Ich sag jetzt auch nicht, was meine Aufgabe ist. Ja! Julia Beautix, wir kennen uns jetzt schon ein paar Jahre. Du machst mich zu einem Menschen, der schöner ist, als wenn du die Welt in der Welt. Deshalb wollte ich dich fragen. Julia Beautix, möchtest du... Boah, Alter, krieg ich hier Schwindel, Junge. Die Frau werden. Wieso willst du die Frau werden? Die Frau. Ich distanziere mich von allem, was gerade passiert ist. Aber auf dem Zettel steht, dass du nur das Alphabet sagen musst. Hey! Du bist in einer Polizeikontrolle und musst einen Officer überzeugen, dass du nicht high bist. Dann mach ich einfach so. Ich bin nicht high. Officer, meine Augen sind immer rot.
Brokkoli, ja. Strong, strong, strong. Der Best... Boah, dein bester Freund ist gestorben. Halte, boah, die Beerdigungsrede. Oh. Oh. Aber dann können wir doch nicht lachen. Wenn du da lachst, bist du ein schlechter Mensch. Das ist doch schrecklich. Ich gebe viel Mühe, nicht zu lachen. Ich nehme jetzt einfach irgendwen. Hi, ich bin der beste Freund von dem Toten. Von dem Toten. Ist voll traurig, was passiert ist, dass das ist der Mensch. Tod ist. Aber wir müssen weiter leben. Oh mein Gott, ich habe wegen ihm gelacht. Ich wir müssen, dass er jetzt gestorben ist. Wieso lachen alle? Dich würde ich nicht auf meiner Beerdigungsrede reden lassen. Nein! Oh. Finde ich nicht okay. Oh nein! Okay, Abmord, Julia, komm. Du die Pistole weg. Nein, ich hab sie nur so. Ich mach nix, Julia, ich mach nix. Ich mach ja nichts. Enemy spotted. Vorsicht! Situation. Achtung! Abmod, wir haben auch zwei wunderbare andere Videos gedreht, die viel besser sind. Sag doch mal liken. Ihr müsst nicht liken. Aber ihr müsst... Kommentieren, dass ihr nicht liken müsst. Geht doch mal zu den anderen. Wir haben nämlich ein Video gedreht bei Julia. Wir haben ein Video gedreht bei Ju. Da kann man hingehen. Einfach mal ein Hate-Kommentar raus. Spaß, voll Spaß. Wir sehen uns ansonsten bald wieder. Auch das können wir nicht machen hier, oder? Die Dinger sind ja richtig hier grob. Kann ich gar nicht mehr sehen hier, wo was passiert hier gerade. Aber nice Video. Yo, ich bin ein Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody.